Herzlich willkommen bei Virtual Campsite, mein Name ist Dominik und ich möchte euch heute den Challenger 260 Querfeed Ultimate vorstellen. Das Ganze auf Ford-Basis mit 170 PS und einem 6-Gang-Automatikgetriebe. Natürlich ein Dieseltankvolumen mit 70 Liter ist auch hier vorhanden. Wir befinden uns mal wieder bei der Firma Steiner in Sulzemoos und der Grundriss ist phänomenal, zeige ich euch gleich. Wir schauen jetzt erstmal nach hinten. Denn der Poppes hier, der ist schon nicht schlecht. Schaut recht gut aus. Die Vorrichtung für die Fahrradträger ist auch schon dran. Schauen wir uns auch gleich mal die Heckgarage an. Finde ich persönlich bei einem Fahrzeug immer sehr wichtig. Was kann man alles mitnehmen? Und die Heckgarage, so kenne ich noch gar nicht. Machen wir auf jeden Fall mal auf. Was auffällt, die Heckgarage ist sehr, sehr schmal. Dennoch würde ich behaupten, dass man von der anderen Seite ein Fahrrad reinbekommt. Hier sind so Regalfächer. Die kannst du hochklappen, falls du sie nicht brauchst. Und dann hast du hier auch nochmal richtig viel Platz. Die Heckgarage ist im Übrigen sogar beheizt. Also du kannst hier auch noch was reinhängen. Trocknet sehr gut. Verzurschienen gibt es auch, gerade für die Fahrräder. Aber der Platz für Skier, für ein Snowboard oder gar ein Schwiegermuttersack, allerdings ohne Schwiegermutter, dafür ist Platz hier an sich nicht schlecht. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die andere Seite an, wie es da denn aussieht. Du hast auf jeden Fall eine wesentlich breitere Tür und ja, du kriegst hier die Fahrräder ohne Probleme rein. Hier gibt es auch noch einen gleichen Durchgang zum Wohnbereich. Licht ist verbaut, eine Leiter sehen wir. Die Verzur, Bösen, top. Licht funktioniert auch. Zudem gibt es sogar noch eine 230 Volt Steckdose. Ja, absolut interessant. Er hat die Länge 6,99 Meter und eine Breite von 2,35 Meter sowie eine Gesamthöhe von 2,92 Meter. Und eine extrem breite Aufbautür. Natürlich hier das Beste vom Besten, alles verbaut. XL. Und die Aufbautür ist auf jeden Fall XL. Vor allem wunderschön. Ich finde die richtig schön. Mit Fenster natürlich. Natürlich kannst du auch hier die Verdunkelungsjalousien rauf und runter ziehen. Und dann gehen wir rein. Und wie gesagt, das Konzept hier finde ich genial. Es ist natürlich schon mal eine Face-to-Face-Sitzgruppe. Also gerade am Abend, wenn du hier sitzt, kannst du wirklich schön gemeinsam sitzen, Karten spielen, essen. Schon nicht schlecht. Aber wir fangen natürlich erstmal im Fahrerhaus an. Gehört ja schließlich mit dazu. Wie gesagt, das Ganze hier auf Ford-Basis, Automatikgetriebe. 170 PS, da geht was. Da kommst du an den ersten Berg rauf. Einen Vorhang hast du auch noch dabei, damit du das Ganze besser abdunkeln kannst. Hier oben kriegst du auch einiges unter, wie Warnweste, Erste-Hilfe-Kasten, deine Sonnenbrille natürlich. Und dann hast du dieses riesen Rooftop-Fenster. Ah, oh, das mag ich schon gern. Also wenn da hier die ganze Sonne reinkommt, wenn es einfach hell wirkt, schon toll. Hast natürlich auch die Möglichkeit, hier deine AXI Campcard oder deine ADAC Campcard hier zu verstauen. Immer griffbereit. Also ich möchte nicht mehr drauf verzichten. Ein Link dazu natürlich hier in der Videobeschreibung. Ist schon schön. Vor allem, dass du das Ganze schön abdunkeln kannst. Aquante Lösung. Dann natürlich die Face-to-Face-Sitzgruppe. Da klappt man den Tisch mal auf. Der ist riesig. Also du hast dann wirklich viel Platz zum Essen, zu trinken. Also für 4 Personen ideal. Kannst natürlich auch super schön Karten spielen. Direkt darunter befindet sich nochmal eine 230 Volt Steckdose. Das Ganze kannst du natürlich auch umbauen zu einem weiteren Bett. Und dann hast du eine Schlafcouch umgebaut. Mit 1,30 Meter in der Breite und 1,95 Meter in der Länge. Jetzt zeige ich euch mal,
wie man den Tisch runterfährt. Denn der funktioniert nur elektrisch. Hier ist nämlich darüber das Hubbett. Und dann drückt man mal hier aufs Knöpfchen. Und dann geht was. Also der geht ja richtig zügig nach unten. Und dann natürlich das Hubbett. Das fahren wir auch schnell runter. Extrem. Also du kommst ja fast schon vor wie mein Freefall, muss man schon sagen. Und das Hubbett hat jetzt die Maße von 1,60 Meter in der Breite und 1,90 Meter in der Länge. Das Ganze elektrisch. Schon toll. Und dann liegst du hier, hast noch hier ein paar Ablagefächer, kriegst dein Handy natürlich rein, so wie auch auf der anderen Seite. Da befinden sich dann noch USB-Buchsen, damit du dein Handy laden kannst. Eine Quantelösung. Wirklich toll. Fahren wir natürlich wieder hoch. Nach oben geht es jetzt nicht ganz so schnell wie nach unten, aber alles sehr, sehr zügig. Natürlich kannst du auch hier die Leiter, die wir vorhin in der Heckgarage gesehen haben, einhängen und dann kommst du bequem ins Bett. Den Tisch fahren wir auch wieder hoch. Natürlich musst du im Challenger auch nicht auf das Schubfach verzichten. Auch das ist hier vorhanden. Hier hast du Platz für deine Adiletten. Dann schauen wir uns auch noch mal kurz das Bedienpanel hier vom Challenger an. Die Aufbautür haben wir ja schon gesehen. Und dann dieses Bedienpanel, wunderschön, toll gelöst, muss ich echt sagen. Am Eingang ein recht großer Spiegel. Dann kannst du gleich wieder sagen, verdammt, schau ich halt gut aus. Das war der Eingangsbereich und jetzt schauen wir uns die Küche an. Im Übrigen hast du eine Stehhöhe von 2,11 Meter. Die Arbeitsfläche, die kannst du erweitern und dann hast du eine richtig schöne große Arbeitsfläche zum Kochen. Perfekt. Fenster, selbstverständlich, kannst rausschauen. Öffne mal die Schrankerl. Das Ganze hier mit Pushlock-System. Ich muss sagen, die Oberfläche, ich finde die schon schön. Sieht richtig modern aus. Ich bin ja auch gerade dabei, bei mir im Wohnmobil das Ganze zu folieren, weil es ist ja zu alt geworden. Zwei Flammen, Gasherd, das Ganze von der Marke Chan. Rundspülbecken ist mit dabei. Hier unten eine 230 Volt Steckdose. Sehen wir auch recht gut die Schalter für das Hubbett und für den Tisch, USB-Buchse, auch hier, ich weiß nicht, was das Regal eigentlich ist, I don't know, mach mal wieder zu, hier richtig schwer zum Öffnen, aber verdammt tief, gefällt mir, hier unten ist nichts, meine ich, auf der anderen Seite hast du auch nochmal, schön, schön tief geht es da rein. Also du kriegst da ordentlich viele Töpfe rein, aber das geht nicht auf. Also das ist einfach nur eine Blende, die lässt sich nicht öffnen. Ein Kühlschrank gibt es selbstverständlich auch, das Ganze von Tedford, ein Absorberkühlschrank mit 156 Liter Fassungsvolumen, 29 Liter davon sind vom Gefrierfach. Den Produktaufkleber werde ich euch natürlich mit einblenden. Hier unten nochmal die Gasabsperrventile. So ein großer Kühlschrank ist natürlich ein Traum, vor allem mit diesem Gefrierfach. Gerade wenn du deinen Hund barfen möchtest, brauchst du immer viel Fleisch dabei. So war es bei mir zumindest. Natürlich auch hier Platz für den Fernseher. Daneben auch noch ein kleines Kasterl. Und jetzt werde ich euch mal die wichtigsten Details im Überblick mit einblenden. Wenn es zu schnell geht, einfach kurz auf Pause drücken. Das Ganze natürlich mit dem Arctic-Paket, sprich Dieselheizung, die nutzbar ist während der Fahrt einer Fußbodenerwärmung. Und dann schauen wir uns auch das Bad an, denn das ist riesig, wunderschön. Also ich muss sagen, der Aufbau hier in dem Challenger 260 Crafit Ultimate, der gefällt mir. Du hast hier richtig viel Platz zum Duschen. Du hast ein Frischwasservolumen von 105 Liter. Das ist genauso wie ein Grauwasservolumen von 100 Liter. Der Durchgang, hier kommst du in die Heckgarage,
Natürlich gibt es eine Kassettentoilette von Ted Ford. Daneben befindet sich auch noch mal ein Kasten, wo du einiges unterbekommst. Toilettenpapier lässt sich hier verstauen. Direkt darüber gibt es auch noch mal so eine Vitrine mit Plexiglas. Müsste jetzt nicht unbedingt Plexiglas sein. Direkt darüber befindet sich dann der Spiegelschrank, auch recht groß. Da machen wir jetzt mal kurz zu. So, und dann hast du hier dein Fenster. Ideal gelöst, muss man sagen. Hallo meine Freunde, ein Riesenspiegel, machen wir natürlich auf. Und dann hast du einen Kleiderschrank. Riesig, wirklich riesig. Kannst natürlich auch als Wickelkommode hernehmen noch. Hier kannst du alles reinstopfen. Natürlich auch hängen. Hier mit dem Gummi. Perfekt. Also du kriegst hier wirklich so viel rein. Ansonsten spielst du ein bisschen Gitarre. Hört sich jetzt nicht so toll an. Natürlich gibt es auch noch die Schubladen, wo du deine Socken, deine Unterwäsche... Ihr wisst es ja selber, was ihr dabei habt. Schon perfekt, muss man ganz ehrlich sagen. Und hier diese riesen Wickelkommode. Kannst du das echt hernehmen? Auch auf der anderen Seite natürlich nochmal die Schubladen. Die kannst du natürlich auch während der Fahrt verriegeln. Machen wir mal zu. Und schon gehen sie nicht mehr auf. Ich persönlich finde das Konzept vom Challenger 260 Graphit Ultimate phänomenal. Wir sind leider aber auch schon am Ende angekommen hier vom Video über den Challenger. Ich sage danke fürs Zuschauen. Um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen, würde ich mich freuen, wenn ihr kostenlos den Kanal abonniert. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht es gut. Ciao, euer Dominik.